Bern hat ein Kino auf der Schanze, die Spiez 1 am See. Das ausgefallenste Kino haben aber die Solothurner. Aber ein Kino auf Rädern und das erst noch in einem Eisenbahnwagen, das ist definitiv etwas Neues. Mit unkonventionellen Massnahmen und einem Tunnel-Kino halten sie die Kundschaft bei Stange. Im Jahr 1999, anlässlich der Gänzbrunnener Eisenbahntage, ist die Idee entstanden, einen sogenannten Kinozug durch den Weissensteintunnel ins Leben zu rufen. Dort haben wir eine Leistungsshow gemacht, ein Eisenbahnfest, und haben etwas gesucht, das einfach die anderen nicht haben. Also sind wir auf die Idee gekommen, ein Kino im Tunnel zu machen. Und weil es den Tunnel auch braucht für die gewöhnlichen Züge, haben wir das auf einem Wagen oben gemacht. So ist das Projekt entstanden. 20 Kollegen haben 1000 Arbeitsstunden in der Freizeit einen alten Güterwagen zu einem offenen Kino umgebaut. Also auf diesen offenen Kinowegen fährt das Publikum durchs Tunnel durch. Man sieht während der Durchfahrt den Film. Dort handelt es sich um vier Sachen. Zuerst sieht man etwas über den Bau des Tunnels. Anschliessend etwas über die Geologie des Weissensteingebirges. Und dann geht es durchs Gebirge auf den Weissenstein rauf, wo man sieht, was das für ein Gebiet ist. Und der letzte Teil geht um die Sicherheit bei der Bahn im Tunnel mit einer kleinen Pointe. Rentieren tut das Ausflugsangebot nur, weil alle gratis mitmachen. Wir machen das eigentlich auch für uns, dass wir Kameradschaft fördern können, dass wir dann auch gute Kollegschaft untereinander haben. Der Kontakt auch mit den Leuten. Wir lernen auch Leute kennen, oder? Verschiedene Gruppen und so. Und die sind sehr interessiert. Da können sie auch jemanden vorkommen, Zeug anschauen, was sie sonst auch gar nicht sehen. Ja, selbstverständlich.
Gleis 3 im Sektor A steht der Extrazug direkt zur Autobahn A5. Ganz fantastisch, auch noch lehrreich von diesen Gesteinsarten und überhaupt sehr interessant. Man hat das Gefühl gehabt, wir haben wirklich das Tempo getroffen, das im Film vorgesehen ist. Es war ganz wunderbar, 200 Stundenkilometer, eine leichte Dusche zu erleben und durchs Dunkle zu fahren.